Willkommen zurück, Leute, zu Pokémon Nocturne mit Entwicklerkommentaren. Im letzten Part haben sich die drei Helden aufgesplittet, um Johto und Kanto zu retten. Ethan bleibt in Johto, der Rest geht nach Kanto. Ich habe heute die gute Jessie dabei, oder Mewtrix, soll man Mewtrix oder Jessie sagen? Es geht beides. Geht beides. Ich sag mal lieber mal Jessie, da habe ich mich mehr dran gewöhnt. Und eigentlich ist es tatsächlich wirklich so eines der Zuschauer, die wirklich am längsten dabei sind. Also jetzt schon echt viele Jahre, ne? Und das ist ja wirklich, ja, heftig. Und du hast ja immer wieder mitbekommen, wie ich was entwickelt habe, wie ich in den Livestreams was gearbeitet habe. Also du warst ja auch echt schon sehr oft dabei. Und ich denke auch, sie ist echt gut dafür geeignet, dass man mal dabei ist, mal mitspricht. Wie bei jedem Part habe ich immer so eine Frage des Tages. Ich versuche das wirklich jetzt in jedem Part umzusetzen. Ich fange gleich mal an. Die Frage des Tages oder heute ist, habt ihr eure Starter-Pokémon in den echten Spielen auch manchmal nach den Pokémon in Pokémon Dusk, Dawn, Nightfall umbenannt? Sprich, wenn ihr jetzt Pokémon Gold, Silber angefangen habt und ihr habt euch Iglave rausgesucht oder Feuerriegel, habt ihr es dann Brando genannt und habt ihr dann Karnimani Croc genannt? Das könnt ihr mal gern beantworten, aber ich überlasse mal die Antwort jetzt dir, Jessie. Was kannst du dazu sagen? Also als ich mir Pokémon Kristall und Silber gekauft habe, habe ich die tatsächlich jeweils Croc genannt und Vivi. Boah, nice. Ja, das finde ich geil. Ich habe auch schon mal vor längerer Zeit, ist schon ein bisschen her, 2, 3 Jahre, bei Twitter habe ich, glaube ich, einen Screenshot bekommen, wo jemand sein Gameboy oder sein Nintendo DS, ich weiß nicht mehr, abfotografiert hat und gezeigt hat, wie er ja, sein Pokémon, ich glaube, Feuerriegel umbenannt hat nach Brando. Finde ich eigentlich immer ganz geil. Tatsächlich kann ich die Frage auch beantworten. Also, wenn immer ich diese Pokémon bekomme, diese drei, dann nenne ich sie auch immer um zu Brando, Vivi oder Croc, weil, weiß nicht, ist irgendwie so auch Gewohnheit. Okay, cool. Also, Leute, beantwortet es mal in den Kommentaren. Mich würde jede Antwort freuen. Okay. Ja, wir machen jetzt als Ethan weiter und schauen uns mal das da an. Das würde ich jetzt einmal mal vorlesen. Tagebuch eines jungen Trainers. Möchtest du es lesen? Natürlich wollen wir es. 25. März 2000. Heute wäre mein großer Tag gewesen. Mein großer Tag, an dem ich ein richtiger Pokémon-Trainer werden sollte. Ich hatte mir so viele Lehrvideos von Professor Eich angeschaut und immer seine Radioshows aufmerksam verfolgt. Ich habe freiwillig ein Jahr in einer Pokémon-Pension gearbeitet, um Pokémon besser kennenzulernen. Alles das, aber jetzt ist es einfach umsonst. Seitdem diese Monster, ich nenne sie die Zerfallenen, aufgetaucht sind, geht hier alles den Bach runter. Ich habe kein Pokémon, mich irgendwie zu wehren. Ich kann auch nicht ewig hier drin bleiben. 26. März. Ich habe das Gefühl, in Rosalia City lebt kaum noch jemand. Die Zerfallenen haben alles überrannt. Jedes Mal, wenn ich draußen Überlebende sehe, stürzen sich die Zerfallenen direkt auf sie. Das ist die absolut kränkste Scheiße, die ich je gesehen habe. 27. März. Auf Hilfe brauche ich wohl nicht mehr warten. Warum kommt denn niemand in diese Stadt zu retten? Was ist aus dem Champ von Kanto geworden? Ist ihm alles egal geworden? Er wäre der Einzige, den ich kenne, der wieder alles in Ordnung bringen könnte. Er war mein Vorbild und der Grund, warum ich unbedingt Pokémon-Trainer werden wollte. Aber jetzt spucke ich auf ihn. Eigentlich hätte ich als Pokémon-Trainer ein Pokémon vom guten Mr. Pokémon erhalten sollen. Und da gehe ich jetzt auch hin. Er hat bestimmt noch ein Pokémon, das uns hier rausbringen kann. Ich riskiere zwar mein Leben, aber so sind meine Chancen, da heil rauszukommen, um einiges größer. Falls er nicht mehr da ist oder sich weigert, die Tür zu öffnen, habe ich notfalls noch seinen Türcode. Den habe ich mir damals heimlich abgeguckt, als er ihn eingetippt hatte. Aber ich bin nicht dumm und schreibe es einfach nicht so in mein Notizheft. Jessie. Es sieht aus, als hätte derjenige eine Notiz aufgeschrieben, die wohl auf den Code hinweisen soll. Mathe-Rätsel! Juhu! Wie schnell hast du dieses Rätsel gelöst, Jessie? Ich habe nur mal jemals nachgeschaut, aber dann habe ich es nicht gelöst. Was? ja, kurz zur Erklärung. Wir haben hier so Felder, die müssen wir mit Zahlen ausfüllen. Und da muss es auf jeden, da muss es im Prinzip hier oben ja, zu der Summe kommen, damit es auch stimmt und auch von der Summe unten drunter. Also jetzt bei Feld 1 und 2, wenn ich jetzt 4 oben eintippe und dann oben eine 2, ja gut, eintippen kann ich es nicht, aber aufschreibe, dann kommt da oben rechts 6 raus. Die 1, beim Feld 1 ist 4 fest drin und dann muss ich was bei Feld 3 reinschreiben, dass da die 9 rauskommt.
zum Beispiel jetzt hier eine 5 und da würde 4 plus 5 stehen, ist 9, aber dann ist diese 5 in der 3 fest und dann muss ich irgendwas gucken, minus diesem vierten Feld, dass ich da was reinpacke, was halt mit allen 4, was halt über alle Ecken so richtig ist, ne? Also vom Ergebnis her. Aber wenn da irgendwas nicht richtig ist, dann ist diese Zahl, die ich auch eingetragen habe, falsch. Ich habe es mir mal irgendwo mal aufgeschrieben, warte mal, ich guck mal nach. Aber ich hab. Ah doch, ja, ist es. Und zwar fügt man hier ein. Hä, wo ist das jetzt hin? Habe ich es jetzt gelöscht? Oh, ich hab's gelöscht. Dumm Kopf. Hä, oder was ist denn jetzt los? Also egal, ich hab's auf jeden Fall gesehen. 4, 2, 5, 1 war's. Warte mal. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich so hart verklickt, dass ich irgendwas gelöscht habe. Obwohl ich eigentlich nur das Bild öffnen wollte. Ja, gut. Also, Lösung wäre 4251, das öffnet den Türcode. Tatsächlich war es so. Hoppla. Jesse? Es wäre echt interessant, nachher Mr. Pokémons Haus zu sehen. Zu gehen. Ich hoffe, ich werde auf dieser Notiz schlau. Tatsächlich war es immer so, dass Pokémon Dusk, also du hast ja alle Teile gespielt, Jesse, ne? Denke ich mal. Ja. Ich weiß nicht, hast du. Waren diese ersten drei Spiele, wenn du dich zurückerinnerst, irgendwie von Rätseln geprägt oder waren da viele drin? Oder erinnerst du dich an irgendeins, was besonders war? Wissen, dass du ab und zu halt das Geburtsdatum einer jeweiligen Person genommen hast, zum Beispiel von Rico oder Robin. Ja, das war aber aus den Digimon Games, soweit ich das weiß. Aber tatsächlich, was ich dazu sagen wollte, in Pokémon Dusk, Dawn, Nightfall waren eigentlich immer so, es waren eigentlich nie so wirklich viele Rätsel dabei. Ne? Also wenn du dich zurückerinnerst, in Dusk gab es ja diese Schieberätsel, wo man das Radiomodul bekommen hat. In Dawn gab es dieses Statuenrätsel in dem Silphco-Gebäude. In Nightfall hat es das ein bisschen angehoben, indem man zum Beispiel dieses Quiz hatte bei dem Karate-Fuzzi. Und dass man da zum Beispiel bei der Shikikane das Tagebuch durchsuchen musste, um ja, die Shikikane zu bekommen, diese Türcode-Geschichte. Da war es so ein bisschen angehoben, aber tatsächlich war es, glaube ich, irgendwann mal ein Kritikpunkt, wo jemand meinte, dass die Pokémon-Zombie-Spiele doch echt wenig Rätsel haben und doch recht wenig fordernd waren. Und dann dachte ich mir, okay, dann muss ich aber mal ein bisschen mehr in die Rätselkiste packen und mal Rätsel einfügen. Und dieses Rätsel, was ihr gesehen habt, das habe ich mal irgendwo im Internet gefunden und fand das irgendwie so cool und interessant, ist halt ein Mathe-Rätsel, dass ich dachte, komm, dann mache ich das auch mal mit rein, weil es irgendwie, ich fand es irgendwie klasse, deswegen habe ich das einfach benommen. Also ich bin da nicht allein drauf gekommen, sondern das gute Internet hat mir geholfen. Kennt ihr, ne? Gut. Kennt sich. Ethan findet Voltoball-Puppe. Ethan verstaut die Puppe in der Puppentasche. In Ethans Story kann man überall auf der Welt Puppen für Krista finden. Versuche so viele Puppen wie möglich für sie anzusammeln. Die gefundenen Puppen kannst du im Beutel in der Puppentasche überprüfen. Ich hoffe, sie freut sich darüber. Würdest du dich freuen drüber, Jesse? Wenn wir jetzt auf einmal so. Ja, Pokémon-Puppe. Kriegst du da auf einmal so 10 Puppen oder so, keine Ahnung, dein Zimmer geschmissen, wäre doch irgendwie cool, oder? Ja, schon. Ja. So eine Riesenrelaxo. Ja. Ey, das wäre auch mal cool, ne? Gibt's die eigentlich zu kaufen? Ich glaube schon. Oh, warte mal, das will ich ja, mal. Kann ich. Relaxo-Puppe. Ja, für meinen Sohn vielleicht, aber. Der 50 cm Snorlax-Plüsch-Puppe. Hm. Das müsste aber, ja, weiß nicht, 50 cm. Müsste schon ein bisschen größer sein. Das müsste so ein übergroßes Ding sein, so ein Meter oder sowas. Das wäre schon cool. Okay, naja. Okay, ja, das wollte ich mal erwähnt haben. Bei Pokémon, also bei Ethan, da habe ich ja schon gesagt, oder so mal angemerkt, bei Krista und Drake war es ja immer so, dass Krista im Prinzip so eine Entwicklung durchgemacht hat, die fertig war. Drake ist halt so variabel. Bei Ethan habe ich so ein bisschen überlegt. Und bei Ethans Kapitel, muss ich auch ehrlich gestehen, da war ich irgendwie am allenfallslosesten. Ah ja, guck mal hier, da kommt noch was. Bevor wir Rosalia City verlassen, könnten wir noch den Pokémarkt untersuchen.
Vielleicht sind da einige Vorräte, die wir gebrauchen könnten. Außerdem waren wir noch nicht in diesem Haus am Eingang der Stadt. Vielleicht gibt es da auch was, den wir. Okay. Bei Ethan hatte ich so das Problem bei der Entwicklung, dass ich da ziemlich einfallslos war. Weil Krista hat ja dieses Deko-System, Drake hat dieses Karma-Entscheidungsding und Ethan hatte einfach nichts. Und bei Ethan habe ich, glaube ich, wirklich, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Jesse, ewig mal im Livestream gefragt, ey Leute, was hättet ihr für eine Idee, Sammelobjekte so und tun und machen, und mir ist nichts eingefallen. Und obwohl ich Ethans Kapitel als allererstes angefangen habe zu konstruieren, wurde das als letztes fertig, einfach weil das mir Probleme bereitet hat in seinem Kapitel, weil ich einfallslos war, weil ich nicht wusste, was für eine besondere Eigenschaft oder besondere Sache er bekommt. Und irgendwann kam ich da auf den Trichter, da so Puppen einzusammeln. Und ja, das kann man damit machen. Aber die werden noch einen gewissen Sinn haben, erfahren wir dann irgendwann später. Einer hier. Nein. Ethan findet Slimer-Puppe. Ethan verstaut die Puppe in der Puppentasche. Yes. Ja, also die Entwicklung von Nocturne war schon ziemlich spannend und weird. Ich weiß nicht, ob du dich an irgendwelche Momente erinnern kannst, die merkwürdig waren oder besonders. Ich habe das damals bei Pokémon Tutorial TV angeschaut. Nocturne? Ja, also alle drei Teile damals. Nee, Nightfall, also geht jetzt um den Teil. Nocturne hat er ja nicht gespielt. Ich meine, wie du im Livestream warst, während ich das Spiel entwickelt hatte. Oh ja, das hab ich. Oh. Wow. No-Hit-Challenge! Ja, also ich wäre fast am ersten Gegner gestorben. Sehr gut. Alter, der verfolgt mich bis nach Rosalia. Ich bring euch die Seuche. Ach komm schon. Man muss da ein bisschen taktisch vorgehen. Mhm. Viele wollen einfach nur draufkloppen, gerade wenn sie einen Gegner haben, der schießen kann. Aber das darf man nicht machen. Dann gibt es auf jeden Fall einen Gegentreffer. Bei Gegnern, die nicht schießen, kann man immer wieder draufkloppen. Aber da ist es immer ratsam, ein bisschen wegzurennen. Übrigens, in das Haus kann man nicht reingehen, weil es ist kaputt. Warum habe ich das gemacht? Ich hatte keine Ahnung, was ich in das Haus machen soll. Deswegen habe ich es einfach kaputt gemacht. Das ist einfach so ein Easter Egg. Ja, Easter Egg jetzt nicht, aber so, ich bin ein fauler Typ. Egg. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Man hat halt so viele Gebäude, wo einfach nichts drin ist, selbst in Rosalia City, und dann wusste ich bei dem einfach nicht, was soll ich denn da reinmachen? Was kann ich dem Spieler da geben? Aber der Spieler bekommt ja erst durch einen Pokémon-Supermarkt erstmal zwei Items, er kriegt zwei Puppen in der Stadt. Da kann ich nicht schon wieder hingehen und ihm irgendwas wieder vor die Füße werfen. Oder ein Tagebuch, gab's ja auch schon jetzt. Deswegen hatte ich da überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich da hätte reinmachen sollen. Vielleicht wisst ihr es, liebe Zuschauer, was ich da reinmachen könnte, oder was ich da rein hätte machen können. Aber so fand ich es auch mal cool, ein kaputtes Haus zu haben. Ist mal eine Abwechslung. Ist aber auch wirklich das Einzige. Also es ist jetzt nicht so, dass ich diesen Trick immer wieder wiederholt habe. Ansonsten sind alle Gebäude, die es in den Originaleditionen auch schon gab, alle betretbar. Das war mir auch immer wichtig seit dem ersten Spiel, dass man wie in den Spielen alle Gebäude hat, die man auch betreten kann. Und von Mr. Pokémon. Weißt du noch den Code? Ja, 4251. Sehr gut. Winning, Alter, winning. Keiner hier. Und wie gesagt, es war mir auch wichtig, dass man immer mal wieder so Sachen ansprechen kann. Hier liegen ein Haufen Broschüren über die Sinnoh-Region. Ist diese Region etwa nicht von Infektionen betroffen? Vermutlich. Der PC ist noch an. Es sieht aus, als wäre kürzlich ein Noctu vom Lagersystem empfangen worden. Mr. Pokémon und der Junge damit geflohen sind? Maybe. Ethan findet Holzkohle.
Die Aufladegeschwindigkeit von Windows Spezial-AP ist auf 120% gestiegen. Yes. Ich habe noch nie verstanden, was diese drehende Dinger machen. Ich glaube, Daten speichern? So ist es. Aber was hat Mr. Pokémon hier wohl alles erforscht? Wahrscheinlich Pokémon. Gut, verschlossen. Eventuell wichtige Forschungsunterlagen sind hier verschlossen. Eine ganze Reihe an Büchern über Pokémon. Einige Bücher handeln sogar nur von einzelnen Pokémon. Es gibt ein ganzes Buch über Hoothoot. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das sowas geschrieben habe, aber krass. Ne? Also lohnt sich doch vielleicht mal die einen oder so an anderen Sachen anzusprechen. Zu dem Upgrade Holzkohle, also oben diese Spezialleiste, diese gelbe, die lädt sich ein bisschen schneller auf. Es wäre auch irgendwie so ein bisschen uncool gewesen, hätte ich jetzt einfach alles so gelassen, wie es ist. Alle Upgrades aus den vorigen Teilen wären mit übernommen worden. Deswegen habe ich im Prinzip so gesehen nochmal einige Upgrades aus den vorigen Spielen rausgenommen, so dass man halt die wieder einsammeln kann. Das gibt es ja auch oft bei Spielen. Ich meine, wie oft, Kingdom Hearts hast du schon mal gespielt, Jesse, ne? Ja. Wie oft ist es so, dass du Sora spielst in einem neuen Teil und wieder bei Level 1 anfängst? Eigentlich immer, ne? Ja. Ja, es gibt immer eine Erklärung dazu. Aber ja, ich meine, einige Upgrades sind ja, konnte man ja behalten, ne? Also Schlitzer ist noch da, Flammenwurf ist da. Das eine KP Plus ist ja da, aber nicht alles, ne? Weil manche Sachen sind ja auch optional. Und dann kann man die einfach wieder einsammeln. Und tatsächlich ist es so, dass je nach Schwierigkeitsgrad Upgrades verfügbar sind oder nicht. Also wenn man Hardcore-Modus spielt, dann sind sogar noch weniger Upgrades von Anfang an da. Und bei Easy-Modus sind mehr Upgrades von Anfang an da. Genau. Übersieht man leicht, by the way. Ethan findet diese Samenpuppe. Ethan verstaut die Puppe in der Puppentasche. Hey, das war doch Kai, der Arenaleiter. Gegen ihn haben wir damals gekämpft. Aber er hat nur noch ein Bein. Tja, das war damals nicht so. Lass uns mal nach ihm schauen. Lava. Den rede ich mal. Hä? Hey! Dich kenne ich! Hallo. Hi. Ja, mein Name ist Eve. Ich habe dich mal in deiner Arena herausgefordert. Wow. Und so sieht man sich wieder. Awkward. Du schaust auf mein Bein, richtig? Ja. Das ist immer Gesprächsthema Nummer 1, wenn mich Leute sehen. Es ist für mich auch noch ungewohnt. Du musst es nicht erzählen, wenn du nicht willst. Ach was, kein Problem. Wenn ich es nicht erzähle, haben die Leute sowieso keine Ruhe. Ich erzähle mal, was passiert ist. Ich hoffe, du hast ein wenig Zeit mitgebracht. Sollen wir es uns ansehen, Jesse? Ja, ne? Ja. Wir machen die volle Spieltiefe, Freunde. Rückblende. Und vor allem jetzt ist halt die Szene hier komplett synchronisiert. Ja. Aber wir können uns mal, während nicht gesprochen wird, mal ein bisschen unterhalten. Hast du es hier irgendwo gesehen? Es muss hier sein. Der Consolero. Nein. Es ist nirgends zu sehen. Dann lässt man einmal den Azubi auf das Porenta aufpassen und er lässt es entwischen. Tut mir leid. War ja keine Absicht. Und was sollen diese geilen Schuhe? Du bist hier bei der Arbeit, nicht bei einem Schönheitswettbewerb. Bestimmt ist das Porenta deswegen abgehauen. Das wäre ich an seiner Stelle auch. Dann ziehe ich halt nachher andere Schuhe an. Hätte ich damals so viel Bockmist gebaut wie du, hätte mich mein damaliger Meister schon längst rausgeschmissen. Und jetzt komm. Wir müssen es suchen. Dieser Wald ist scheiße dunkel. Hey Meister, haben Sie das gehört? Ja, es ist nicht mehr weit weg. Los.
Weiter. Ach du... Orenta? So nahm damals alles seinen Lauf. Ich war damals noch ein frisch gebackener Arenaleiter und hatte noch wenig Erfahrung mit den Pflichten, die damit verbunden waren. Schon den ganzen Tag kein einziger Herausforderer. Woran das wohl liegen mag? Denken die Leute wohl, dass der Insektenorden nicht wichtig ist? Was ist, wenn die Leute denken, meine Arena und Käfer-Pokémon seien lächerlich? Ich sollte nicht so denken. Ich bin immer so neurotisch veranlagt. Und warum rede ich eigentlich immer mit mir selbst? Die Leute müssen denken, ich sei bescheuert. Nein, nein. Meine Arena, meine Pokémon und mein Orden sind gut. Aber irgendwie wäre es trotzdem schön, wenn jemand kommen würde. Aha! Ein neuer Herausforderer. Kämpfen wir! Weit gefehlt, Jungchen. Ach, du bist es, Kurt. Wir haben einen Notfall, Kai. Im Steineichenwald verschwinden seit Tagen immer mehr Menschen. Jetzt sind auch die Holzfäller verschwunden. Du als Arenaleiter bist nun für die Sicherheit von den Menschen in Azalea City verantwortlich. Ich? Ja. Ja, klar. Ich schau mir das dann morgen mal an. Nein, Kai. Nicht morgen. Jetzt! Ich komme auch mit. Ich lebe hier schon mein ganzes Leben lang. Es kann nicht sein, dass meine Stadt nicht mehr sicher ist. Okay. Dann gehen wir. Das ist definitiv Blut. Und es ist gar nicht mal so alt. Kann auch von einer harmlosen Verletzung sein, oder? An deiner Stelle würde ich meine Pokémon rufen. Okay. Sichlor, los! Wir gehen tiefer in den Wald hinein. Jesse, wie findest du Nintastic als Kai? Perfekt. Perfekt, ne? Ich denke mir auch immer, ich finde es einfach so cool, wie er den eingesprochen hat. Also, so ein Streamer-Kollege, Nintastic, hat hier Kai eingesprochen und es klingt einfach so gut, finde ich. Als wäre es wie aus dem Original-Serie. Da sind sie. Hey Jungs, wir haben nach euch gesucht. Ihr seht aber gar nicht gut aus. Habt ihr etwa die ganze Nacht im Steineichenwald verbracht? Ach du Schande! Da ist ja eine Menge Blut. Was ist hier passiert? Ah! Scheiße! Was sollte denn das? Euch ist wohl echt nicht mehr zu helfen, was? Kurt, komm! Wir verschwinden von hier! Scheiße, was war das denn eben? Die waren ja völlig irre. Tut mir leid, dass ich nicht reagiert habe. Ach was. Schon gut. Was hättest du denn tun sollen? Die waren einfach nur plemplem. Hat der Typ dich da eben wirklich gebissen? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Hat mir den Unterarm gebissen. Aber geht schon. Aber jetzt werde ich wohl ein paar Tage keine Pokebälle herstellen können. Meinst du, alle Leute, die in den Wald gegangen sind, sind so irre geworden? Vielleicht. Auf jeden Fall ist es Zeit, den Notstand auszurufen. Versammel die Leute in der Stadt. Ich gehe mich derweil zu Hause ausruhen. Alles klar. Übrigens echt gut, wie Cephalia das Facet von Kurt gemalt hat, wollte ich mal so noch erwähnen. Leute, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Wir haben einige Probleme.
Im Steineichenwald verschwinden Leute. Wir haben vorhin ein paar Vermisste gefunden, die sehr aggressiv waren. Der Wald scheint die Menschen dort zu verändern. Also bitte haltet euch vom Steineichenwald fern. Was? Das ist doch ein Scherz. Wie soll ich meine Tochter jetzt in Tukatsias Liebe suchen? Das war meine Ach, Stimme. Du meine Güte. Uns wird hier auch noch die Freiheit geraubt? Oh. Keineswegs. Es dient nur zu eurer Sicherheit. Das ist so gut vergleichbar mit der jetzigen Situation, aber ich muss hier sagen, das wurde vor dem... damals nur mehr Überzeugungsarbeit geleistet. Das war damals vor dem C-Virus gemacht hier. Also das habe ich hier wirklich alles davor gemacht. Also das ist irgendwie so, naja. Die Leute waren jetzt nicht so zufrieden. Was soll man machen? Sie werden es schon verstehen. Werden sie nicht. Oh Mann, jetzt fange ich schon wieder mit den Selbstgesprächen an. Mal sehen, wie es Kurt inzwischen geht. Seine Enkelin ist ja verreist. Sonst sieht ja keiner nach ihm. Oh Gott, Kurt! Scheiße, ist er tot? Hat ihn der Biss umgebracht? Kurt? Mein Bein! Du bist nun auch? Und wie bin ich damit umgegangen? Genau, ich habe mich wie ein Feigling versteckt. Ich hatte Angst, jemandem weh zu tun, den ich mein Leben lang kannte. Aber eine Sache wurde mir durch diese Situation bewusst. Es ist nicht der Wald, der diese Menschen zu fürchterlichen Kreaturen verwandeln lässt. Man verwandelt sich, wenn man von einem dieser Monster gebissen wird. Die Bewohner von Azalea City, weil ich sie nicht gewarnt habe, werden alle... Nein. Nein. Das kann nicht. Ich habe auf ganzer Linie versagt. Ich konnte niemanden beschützen. Niemanden retten. Nicht mal mich selbst. Ich war ein echt schlechter Arenaleiter. So endet es also. Wenigstens habe ich euch noch. Bitte versprecht mir, dass ihr gut auf euch aufpasst, wenn das hier vorbei ist, ja? Ich bin dann zwar nicht mehr da, aber ihr sollt leben. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn ihr mich auf der Stelle tötet, bevor ich euch beiße. Mach es bitte kurz und schmerzlos. Lebt wohl, meine Freunde. Dass Sichlor mein Bein abgetrennt hatte, rettete mein Leben. Ein Glück hatte ich meinen ausklappbaren Kescher dabei, um ihn als Krücke zu benutzen. Die Infizierten übernahmen in kürzester Zeit die einst so friedliche Stadt Azalea City. Deswegen versuchte ich nachts unbemerkt die Stadt zu verlassen, aber... Halt! Ich bin nicht so schnell! Oh. Nein! Das Purenta? Kokuna! Safcon! Macht, dass ihr von hier wegkommt!
Sichlor wird das übernehmen. Nein! Geht weg! Purenta ist... Nein! Kokuna! Safkorn! Nein! Sichlor! Bring dich in Sicherheit! Es wird dich sonst töten! Wow. Sichlor. Danke. Ach du. Schnell in den Einheitstunnel. Sichlor und ich haben uns durch den Einheitstunnel geschlagen. In dem Tunnel waren Gott sei Dank nicht viele Infizierte. Aber trotzdem waren wir am Ende unserer Kräfte. Scheiße, das sind so viele. Ziehen wir uns ein wenig zurück. Wir sind umzingelt. Das war's. Sichlor, ich danke dir für alles. Wenn du die Möglichkeit hast, dann versuch zu fliehen. Bitte. Ich hoffe, es geht schnell, wenn ich die Augen schließe. Was? Da bin ich ja noch mal rechtzeitig gekommen, hä? Falk? Dachte du... Bräuchtest ein wenig Hilfe. Vielen Dank, Mann. Zum Glück war Falk gerade auf einer Flugtour. Ohne ihn wären Sichlor und ich gestorben. Ja, das war jetzt ziemlich lang, also das war jetzt, hat jetzt die Hälfte des Parts ausgemacht, ey, ja. Das war mir dann aber auch irgendwo bewusst, glaube ich, dass das ein bisschen länger dauert. Ja, das war die Episode Barely Alive. Dazu will ich noch kurz was erzählen. Tatsächlich hat die Geschichte Rigo erfunden. Ich weiß noch, er hat mir damals mal so ein kleines Skript zugeschickt, wo viele Sachen so in, grob in Stichsätzen beschrieben waren. Sowas wie, ja, dass die Holzfäller da im Wald gehen, die finden es Purenta ist aber ein Zombie. Kai geht da hin, wird gebissen mit Kurt, Kurt wird gebissen. Kurt beißt dann im Prinzip hier Kai und Kai kriegt das Bein abgetrennt. Und das war alles so die Rigos-Idee, ganz grob. Ich habe es dann im Prinzip so umgesetzt, habe mir sogar letztens noch bei WhatsApp geschrieben, wie cool er das fand, dass das einfach umgesetzt wurde, dass es ihm einfach gut gefällt. Und ich bin der Meinung, es ist wirklich eigentlich so die beste Kurzgeschichte, die ich, glaube ich, bisher so erarbeitet habe. Und die Idee stammt hat von Rigo. Das Ganze zu synchronisieren war nochmal extra schwer, weil er auch echt viele Sprecherrollen drin waren. Also da war Consolero drin, da war Krypticon drin, da waren der allwissende Erzähler drin. Da war ich drin, Fantastic. Zweimal. Was? Und Fantastic? Fantastic war da drin, ja, der hatte die längste Rolle auch gehabt. Da habe ich, glaube ich, wirklich, ich glaube, vier Sessions oder drei oder vier Sessions aufgenommen, immer so 2 Stunden aufgenommen. Und normalerweise habe ich das immer so gemacht, ich telefoniere über Discord mit der Person. Ich habe ihr das Skript hingelegt, was sie vorlesen soll, die Person. Und dann hat er ja auch Nintastic so ja, den Dialog vorgelesen. Und ich habe dann gesagt, nee oder ja. Meistens habe ich immer gesagt, nee, sprich das mal so und so ein. Und dann haben die es nochmal für mich aufgenommen, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt kannst du dann den nächsten nehmen. Und dann habe ich auch wieder bewertet. Also es ist immer so ein richtig vieler großer Aufwand. Aber es ist eigentlich ganz cool, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und dann halt auch immer mal zu steuern, wie sie etwas aussprechen sollen. Also hat mir super viel Spaß gemacht, aber es ist halt ein super krasser Aufwand. Deswegen ist das so im Prinzip die einzige Szene, die synchronisiert wurde, glaube ich. Ne? Dürfte jetzt nichts mehr synchronisiert sein.
Ja, aber es ist eine coole Sache. Und natürlich gibt es immer wieder Schwierigkeiten bei solchen Synchro-Geschichten, kann ich ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Dann wird vielleicht mal ein Dialog aus Versehen übersprungen oder vergessen, da muss ich diesen Synchronsprecher in dem Fall oder halt den Sprecher nochmal heranholen und nochmal einsprechen lassen. Das ist dann immer wieder so ein bisschen blöd, so als würde man so einen kaputten Teppich flicken, weil man dann irgendwo rum da und da mal einen Dialog. Und tatsächlich war es bei den Testing so, da hatten wir auch so zwei, drei Dialoge vergessen gehabt. Und dann hatte er aber zwischenzeitlich ein anderes Mikrofon und man hat das einfach in der Qualität gehört, dass die ganz anders geklungen hat und auch die Stimme so ein bisschen anders geklungen hat. Das habe ich vorhin wieder gehört, in dem Teil, wo ein Blackscreen war und Kai hat dann irgendwas geredet. Die Infizierten haben Azalea City nach kurzer Zeit überrannt, also so kurz bevor man diese Brunnenszene sieht. Da waren, weiß nicht, 4, 5 Dialoge drin und 2 haben anders geklungen, weil da schon ein anderes Mikrofon oder so da war. Aber das passiert, das ist halt normal. Aber man merkt, dass es schon ein Aufwand ist. Also Synchro-Studios, ey, das muss echt super schwierig sein, da jeden Tag was aufzunehmen, weil ist halt auch nicht ohne, ne? Oh ja. Okay, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, den Testik fand ich super in der Rolle als Kai. Also wirklich, also ich finde, man könnte den irgendwie so im Anime oder sowas dafür sogar nehmen. Bist du da auch einer Meinung, Jesse? Ja. Klingt einfach super. Ja, keine Ahnung, willst du noch irgendwas zu dieser Epi, also zu dieser Cutscene sagen? Also ich fand sie wirklich gut geschrieben. Ja. Ja, okay. Okay, dann machen wir mal weiter. Das Ganze tut mir schrecklich leid für dich. Muss es doch nicht. Dass ich mein Bein verloren habe, finde ich gar nicht mal so schlimm. Es fühlt sich wie eine gerechte Strafe für mich an. Oder wie eine zweite Chance, um alles besser zu machen. Jetzt habe ich dir erzählt, was mir passiert ist. Jetzt bist du dran, mir zu erzählen, was du erlebt hast. Sicher doch. Natürlich wird mir das nicht einfach jetzt nochmal alles nochmal gesagt. Heilige Scheiße! Entschuldige die Wortwahl. Und das war auch mal so cool. Das muss ich sagen, das kam aus meiner Feder, so Kai so einen gewissen eigenen Charakter zu geben. Dass er immer so sagt, oh, irgendwie scheiße, oh, entschuldige, was ich gesagt habe. Oder dass er halt immer so mit Selbstgesprächen anfängt und dann im Selbstgespräch sagt, warum mache ich denn Selbstgespräche? Das hat mir einfach so gut gefallen. Das passt irgendwie so auch zum, weiß nicht, zum Aussehen irgendwie. Ich weiß nicht, soll jetzt nicht irgendwie heißen, der sieht aus wie ein Loser, aber ich weiß nicht, so dieses überraschte Gesicht einfach und so ein bisschen ist er ja auch noch jünger oder wirkt jünger und noch ein bisschen, ja, weiß nicht, schon reif, aber irgendwie auch noch unreif in gewissen Dingen. Von daher fand ich das einfach irgendwie am Gesamtpaket einfach gut. Riesige infizierte Pokémon, ein legendäres untotes Pokémon, Team Rocket und der Indigo Champ. Und nach all dem bist du jetzt ernsthaft hier, um uns zu helfen? Natürlich. Jemand muss ja helfen. So ist es. Kai, wir haben ein übles Problem. Hey, 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 Falk! Was? Was gibt's? Der Knofensaturm. Es ist wie befürchtet. Fuck! Entschuldigt die Wortwahl. Was ist denn mit dem Turm? Ach, der Trainer aus Neuborkia. Ja, mein Name ist Ethan. Was ist denn mit dem Knofensaturm? Falk, sag's ihm. Er kann uns helfen. Na schön. Der Turm. Er macht sich selbstständig. Bitte was? Wie kann sich denn ein Turm selbstständig machen? Der Stützpfeiler. Legenden besagen, dass für den Stützpfeiler ein riesiges Knofenser genutzt wurde. Und das stimmt. Ein riesiges, untotes Knofenser bricht jeden Moment aus diesem Stützpfeiler raus. Wenn es den Turm verlässt, kann es Viola City dem Erdboden gleich machen. Es fällt mir schwer, es zu sagen, aber ich alleine kann es nicht aufhalten. Ich hab doch gesagt, nimm mein Sichtlohr mit. Und ich hab dir bereits gesagt, es ist viel zu gefährlich, wenn du ganz alleine bist. Ich könnte doch helfen. Du? Du hast zwar damals meinen Tauboger besiegt, aber bist du denn schon so weit? Falk, glaub mir, er hat mehr mitgemacht als wir. Der Champ persönlich hat ihn zu uns geschickt. So, so, der Champ also. Kann ich glauben, dass es den noch gibt. Aber schön. Wenn dir Kai so sehr vertraut, dann vertraue ich dir auch. Komm zu mir, wenn du bereit bist, mit mir in den Knofensaturm zu gehen.
Oh yeah. Sammeln wir auch noch einen? Eine Sternsteinpuppe. Juhu. Okay, jetzt haben wir doch echt wieder 40 Minuten aufgenommen. Wir haben echt viel erlebt. Und beim nächsten Part schauen wir uns natürlich an, was es mit dem Knofenserturm so auf sich hat. Jesse, ich überlasse gern den Gästen nochmal das letzte Wort, falls du irgendwas noch zu sagen hast, allgemein. Ja, also ich fand die Synchro echt gut von den ganzen Leuten. Und mir hat der Part gefallen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Kein Ding. Danke auch, dass du mitgemacht hast. Und unten in der Videobeschreibung auch Jessys YouTube-Kanal, wenn ihr da drauf schauen wollt. Und wir hören uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Ciao.